Gehen wir mal rein hier in die Höhle. Was haben wir denn hier? Okay, brennbar, zerschneidbar. Wir nehmen mal diesen scharfen Stein. Ah, toll. Wie sieht's denn aus auf dem PDA? Kalorien sind okay. Können wir irgendwas... Pflanze, 118 Kilokalorien. Wasser, das ist auch eine essbare Pflanze. 4 Dosen. Die macht 118, die macht 750. Dann nehme ich die hier und esse die jetzt einfach. Aber ich will gern diese trockenen Büsche da mitnehmen. Nehmen wir nochmal den scharfen Stein. Ah, Mist, geht auch nicht. Ah, okay. Ja, weil die Plätze insgesamt voll sind. Schmeißen wir einen Stein weg. Nehmen das mit. So. Diese Pilze. Hier geht's runter in ein Höhlensystem. Und ich habe auch mal gerade geschaut, zwischen der letzten Folge und dieser Folge, wie man denn eventuell Sachen markieren kann. Aber ich habe nichts gefunden, leider. Deswegen weiß ich gar nicht, wie man irgendwie sich ein Signal setzen kann, wo die Höhle war, dass man das nochmal wiederfindet. Vielleicht weiß das jemand von euch. Es wäre sehr nett, wenn man mir das in die Kommentare schreiben würde. Es gibt ja auch keine Karte. Da hinten liegt irgendwas. Wasserflasche, Pflanze. Okay, wir gehen mal ins Wasser. Kontakt mit Wasser senkt deine Temperatur. Da haben wir eine Sauerstoffanzeige und eine Konditionsanzeige. Okay, versuchen wir mal hier schnell durchzuschwimmen. Um da hinten zu diesem Wrackteil zu kommen. Schauen wir nochmal unter Wasser, ob wir da was finden. Wie gesagt, es gibt auch Gezeiten, das Meer geht zurück. Der Meeresspiegel sinkt dann auch wirklich deutlich. Dann kann man hier an so Teilen, an so manchen Stellen kann man dann wirklich laufen. So, und wir haben nur noch 2 Grad oder so Körpertemperatur. Ich weiß nicht, ob ich hier nach rechts soll. Das sieht so aus, als ging es nicht weiter. Ne, 37 Grad Körpertemperatur haben wir. Okay. Hier würde natürlich jetzt auch dieser zusätzliche Anzug mit mehr Sauerstoff viel Sinn machen. Hier scheint nichts drin zu liegen. Hier liegen überall Trümmerteile unseres abgestürzten Raumschiffs. Da liegt was. Da, hier liegt was. Okay. Wir gehen mal nochmal Luft holen. Erinnert gerade ein bisschen an Subnautica. Shit. Muss mal hoch. So, ich habe mal die Pflanze weggeschmissen. Medipack, okay, ein Medipack haben wir gefunden, das ist natürlich sehr wichtig. So. Hier ist noch eine Dose, hier komme ich nicht dran. Die Pflanze getauscht gegen das Medipack. Das war schon knapp. Schlaf, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Das werden wir gleich mal tun. Dann tun wir nämlich automatisch auch speichern. So, wir gehen mal hier raus. Ja. Eine Seite.
Tagebuchseite 20 von 26. Wir haben für Sophia eine Intervention gemacht und das hat sie ein wenig aufgebaut. Ich gab ihr ein paar Minuten meiner Kommzeit. Sie ist jetzt wieder bei der Arbeit, habe gute Nachrichten für sie gehabt. Wir sind sicher, dass es komplexes pflanzliches Leben dort unten gibt. Nicht nur Mikroben. Sie ist dabei, denke ich. Sie ist wieder dabei. Warum? Okay, so, wir frieren uns natürlich jetzt hier einen Ast ab. Das ist nicht gut. Kalorien okay, Wasserhaushalt okay. Können nichts mitnehmen. Ah, hier liegen noch mehr Seiten. Seite 19. Okay, also das ist seltsam. Corina erwähnte, sie hätte Spuren von Methan gesehen. Sehr vage. Wir wissen nicht, was die Quelle sein könnte und wissen bis... Und werden es nicht wissen, bis wir landen. Wenn wenigstens die Oberflächenproben erfolgreich gewesen wären, dann hätten wir mehr Daten. Das ist seltsam. So, noch Wasserflaschen. Ja, ich kann nichts mehr mitnehmen. Hier liegen ganz viele Video- und Musikkassetten. Okay, aber wir haben zumindest hier ein paar Textseiten gefunden. Vom Tagebuch. Da hinten sieht man eine weitere Insel in der Ferne. Oh, was haben wir hier? Oh, was ist das? Relikt des Lebens. Maximale Gesundheit plus 25. Ja, cool. Das ist sehr schön. Gesundheit wiederhergestellt. Wir haben dieses Relikt gefunden und haben jetzt unsere Maximalgesundheit von 500 auf 625 erhöht. Von insgesamt maximal 1000. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat sich dann doch gelohnt, hier hinzuschwimmen. Es war allerdings auch schon alles, was wir hier finden. So, und jetzt überlege ich, ob wir vielleicht da hinten versuchen rüberzukommen. Ich glaube, es macht am meisten Sinn. Wir versuchen mal darüber zu schwimmen und schauen mal, ob wir da an Land gehen können. Ich glaube allerdings nicht. Es sieht doch alles sehr steil aus hier vorne. Könnte sein, dass das eine Sackgasse ist. Okay, Körpertemperatur 36,9 Grad. Doch, da geht's an Land. Glück gehabt. Man kann ja auch mal Glück haben. So, Gott sei Dank, wir sind hier raus. Sehr schön. Und für diejenigen, die auch das Solus Project spielen möchten, mit der Fackel macht ihr ein bisschen Wärme, erzeugt die. Ihr müsst allerdings, wenn ihr ins Wasser geht, immer einen anderen Gegenstand wählen, sonst geht euch die Fackel natürlich aus. Ihr könnt die also sozusagen brennbar ins Inventar zurückstecken. Ist ein bisschen unrealistisch, aber wer weiß, was im Jahre 2153 alles schon möglich ist, ne? So, hier wieder raus. Bin froh, wenn wir aus dem Wasser raus sind. Denn Temperatur bzw. die Umwelteinflüsse in dem Spiel sind wirklich gravierend. Vor allen Dingen, wenn man das Spiel auf mittelschwer spielt oder so. So, wir sind immer noch nass. 1,5%. Jetzt langsam sind wir wieder trocken. Boah. Noch eine Rakete, irgendwas abgestürzt. Ich dachte gerade, was brummt da? Wo ist denn das hingefallen? Ins Wasser? Ist die im Wasser aufgeschlagen, kann das sein? Okay, dann gehen wir gleich mal runter, nochmal ins Wasser und schauen uns das an. Von hier oben liegt ja nichts, ne? Da ist eine Pflanze, essbare Pflanze. Die brauchen wir im Moment nicht. Da liegt eine Seite. Tagebuch, Seite 21 von 26. Die Dinge stehen gut für Gliese 6143C. Wir könnten eine Kolonie in unseren Händen halten, auch wenn wir lediglich bestätigt haben, dass es kohlenstoffbasiertes Leben dort unten gibt. Wenn dort Pflanzen sind, könnte es auch Tiere geben, die größer sind als nur Mikroben. Frederick scheint aber von irgendetwas anderem besessen zu sein.
Aha, okay. Von was soll der denn hier noch besessen sein? So, wir haben auch einen Rucksack gefunden. Das ist sehr gut. Inventarplätze 3 plus. Wir nehmen uns natürlich direkt das Wasser mit. Die Dosen. Die Dose nehmen wir mit. Was haben wir hier? Noch so ein Metallrohr. Da haben wir 2 und wir haben 2 Fackeln. Ich glaube, ich nehme lieber das Wasser mit. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen schauen. Wir müssen noch mal ins Wasser. Hier ist doch eben irgendwas abgestürzt. Und da liegt auch irgendwas. Nicht tauchen? Ist das so weit draußen? Ah, okay. Oh, ein kleiner Glitch, ein kleiner Bug. Da ist nix. Ah, die ist doch hier irgendwo eingeschlagen, oder nicht? Boah, das geht auch schnell. Sobald der Sauerstoff unten ist, kriegt man direkt richtig Schaden. Okay, wir schwimmen noch ein Stückchen weiter. Ich kann schon wieder nicht unter Wasser gehen. Warum nicht? Okay, jetzt geht's. Achso, ist wahrscheinlich zu niedrig, ne? Hier. Okay, aber hier, ich finde das hier nicht unter Wasser und es ist echt gefährlich in dem Spiel, weil man sofort unterkühlt. Sauerstoff geht sehr schnell runter. Und daher gehen wir lieber wieder an Land. Ich frage mich natürlich, wer hat diese Relikte hier platziert? Und vor allen Dingen, warum wurden wir überhaupt abgeschossen? Wir kamen ja in friedlicher Mission. Ich glaube jetzt auch nicht, dass unser Raumschiff irgendwie bewaffnet war. Und aber man hat das ja gesehen, ganz am Anfang der ersten Folge. Wir wurden definitiv von irgendeinem, ja, Laserstrahl oder sowas abgeschossen. Und den muss ja nun mal jemand auch abgefeuert haben. So. Fackel raus. Wir trocknen langsam. Zum Glück. Wir gehen mal hier entlang. Was haben wir hier? Ist da ein Durchgang? Nein. Kein Durchgang. Doch, hier ist irgendwas. Jede Menge Steine. Wasser könnten wir einfach mal trinken. So. Wasserhaushalt okay, Kalorien okay. Also ich glaube, kann ich das noch mitnehmen? Ne, aber wir können das zum Beispiel anzünden. Dann haben wir hier ein bisschen Wärme. Schon aus. Na toll. So, dann müssen wir nochmal ins Wasser und hier außen entlang. Sieht auch so krass aus mit diesen Wellen da weiter draußen. Das ist schon cool gemacht. Also großes Lob an die Entwickler und an die Designer von diesem Spiel. So, schnell die Fackel raus, dass wir möglichst schnell trocken werden. Kommen wir da hoch? Nein. Wir können ja auch mal ein Stück laufen.
Okay, was haben wir hier? Da ist eine Schallquelle. Ich glaube, da vorne, wenn ich mich richtig erinnere, will ich mal ganz kurz in die Richtung laufen. Ich glaube, da vorne ist das Wrack, wo wir abgestürzt sind, also unsere Rettungskapsel. Da haben wir wieder eine Pflanze. Pflanze essbar, okay. Hätte auch gern so ein Wilson PDA, was mir alles vorsagt im Leben. Ja, hier ist das unsere Absturzstelle. Irgendwelche Pflanzen, die sich hier bewegen. So, ich will noch mal schauen, ob wir hier noch irgendwelche Seiten finden. Hier liegt noch was. Okay, Sophia klingt wie eine springende Schallplatte. Sie betont immer wieder, dass ihre Familie ihre größte Motivation ist. All das zu haben garantiert doch keine Freude oder Bedeutung im Leben. Ich habe den Eindruck, sie versucht mich dazu zu bringen, meine Prioritäten neu zu beurteilen. 15 Jahre Erdzeit, aber nur 8 Jahre für uns. Die Zeit vergeht langsamer, wenn man bei annähernd Lichtgeschwindigkeit reist. Als ich meinen Freunden das erzählt habe, sagten sie, es klinge wie ein schräger Trip. Sie wollten einige Erklärungen, aber wir hatten nicht viel Zeit in der Woche. Also habe ich mich kurz gehalten. Aha. So, noch jede Menge Dosen und noch so ein Metallrohr. Hier liegen auch noch Dosen und auch Kassetten. Jetzt sind wir, weiß nicht, ob wir jetzt einmal komplett um die Insel drumherum gegangen sind. Noch mehr Dosen und sowas. Aber hier haben wir auf jeden Fall angefangen. Und da haben wir geschlafen. Wo ist denn eigentlich unsere neue Zielpeilung? Wir haben keine Zielpeilung. Das ist das, was mich gerade ein bisschen verwirrt. Um ehrlich zu sein. Denn anhand der Zielpeilung wissen wir ja nun mal immer, wo wir eigentlich hin sollen. Dann gehen wir mal hier vorne zu der Höhle. Noch eine Pflanze. Was ist hier? Auch eine kleine Höhle. So, und hier sehen wir schon, hier sind aufgetürmte Steine. Und das ist natürlich keine natürliche Formation. Die muss ja jemand aufgetürmt haben. So was entsteht ja nicht von alleine. Und hier haben wir ein verschollenes Artefakt. Unbarmherzigkeit der wenigen. Upgrade aller Resistenzen in der Nähe. Sehr schön. Klimaresistenzen, Hunger, Dehydration plus 1. Was sehen wir jetzt auch da? So, Missionsziel, erste Orientierung, erkunde. Okay. Da sehen wir ja unseren Forward-Vektor immer. Wir gehen mal hier in die Höhle rein. Schauen mal, was wir hier sonst noch so finden. Okay, das ist eine Sackgasse hier. Geht's nur so rum. Aha. Aha. Okay. Ein Mechanismus kann aktiviert werden. Relikt der Athletik. Bewegungsgeschwindigkeit plus 1. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das haben wir auch gefunden. So, und hier ist eine Tür mit Stahlstäben. Also, eines ist schon mal sicher, wir sind nicht alleine hier auf dem Planeten. Okay, da hinten ist irgendwo, hat man es leise gehört, ist irgendwo was aufgegangen. Da liegt auch noch was drin. Hier kommen wir aber nicht durch. Okay, wenn da was aufgegangen ist, dann müssten wir jetzt mal schauen, ob wir da irgendwie hinkommen können.
in die nächste Höhle. Hier geht's nicht weiter. So, und das ist ja jetzt rechts von uns. Rechts von uns. Ist denn hier noch irgendwo ein Eingang? Hab hier aber nichts gesehen. Vielleicht da oben? Hä? Ich höre da irgendwas, als wäre da wieder etwas zugegangen. Oh. Okay. Man hört die ganze Zeit etwas in den Steinen knirschen. Ganz leise. Die sehen gefährlich aus, die Pflänzchen. Schlafmangel. In 2 Stunden müssen wir definitiv was schlafen. Aber hier in der Höhle? Ist vielleicht hier irgendwas aufgegangen jetzt? In der Höhle hier? Kann das sein? Aber ich habe doch eigentlich alles hier geschaut. Ach, ach, ach. Ach, sieh mal an. Guck mal an. Das habe ich nicht gesehen. Und die Frage ist jetzt, war das hier das Tor, was aufgegangen ist? Weil ich habe nämlich irgendwie gehört, wie etwas zugegangen ist wieder. Das ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht nochmal versuchen sollten, den Mechanismus zu aktivieren. Und dann nochmal schnell hierhin zurücklaufen. Hier ist ja kein Mechanismus, aber wir müssen auf jeden Fall schlafen. Und ich würde sagen, das machen wir mal. Das Spiel wird nur nach dem Schlafen gespeichert. Schlafen stellt Gesundheit wieder her. Die Menge hängt von der Schlafmenge und Qualität ab. Die Qualität und Fähigkeit zu schlafen wird von dem Klima und den Bedingungen des Schlafprozesses bestimmt. Die Zeit vergeht beim Schlafen. Du kannst sterben, wenn du an einem unsicheren Ort schläfst oder deine Stats niedrig sind. Okay. Wir schlafen mal 8 Stunden. Und dann schauen wir mal, ob wir das überleben. Ich hoffe es jedenfalls. Es ist ja nicht gerade besonders warm hier. Okay. Schlafqualität war gut. Das heißt, wir gehen hier nochmal raus. Boah, ist das hell. Ach, das ist nur dieses Triebwerk. So, und es scheint langsam hier irgendwie dunkler zu werden, habe ich so den Eindruck. Wo war denn diese Höhle? Hier? War das hier? Ich glaube ja. Können wir den Mechanismus nochmal aktivieren hier? Nein. Okay, wenn wir den Mechanismus nicht aktivieren können, dann hat das auch nichts damit zu tun. Gehe ich jetzt mal von aus. Oh. Nicht wegwerfen. Okay. Dann geht's da wohl doch irgendwo anders rein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach links in diese Höhle. Da, zu dieser Schallquelle, dass da eine Höhle ist, weiß ich schon aus dem Livestream. Und mal gespannt, wie es dann weitergeht. Es kommt, ich erinnere mich immer an so Bruchstücke. Wenn ich die Sachen dann sehe, dann weiß ich wieder so ein bisschen was, aber irgendwie auch nicht alles.
Und wieder diese komischen Wiesenpflanzen. Sagen denn unsere Kalorien? Alles super. So, was ist das? Ein Leuchtfeuer. Ah, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Wir werfen mal eine Konserve weg. Navigationshilfe. Hält für immer. Okay. Mit Hilfe eines Leuchtfeuers kannst du Orte markieren. Verstehe. So, dann hat sich das ja auch erledigt. Die Frage ist, was markieren wir uns? Wir könnten es ja vielleicht hier aufstellen. Wie kann man das denn benutzen? Das Leuchtfeuer. E zum Aufheben. Wie kann ich denn das jetzt markieren? Wie kann ich das denn markieren? Einfach nur fallen lassen. Tut's denn irgendwas? Leuchtfeuer, 11 Meter. Ach so. Moment mal. Bleibt das da? Ja. Okay, Trasse der Trostlosigkeit 2. Dann schauen wir uns doch mal an, was wir hier die ganze Zeit hören. Oh. Ein verschollenes Artefakt. Zorn des Utuku. Artefakte und besondere Ausrüstung von deinem Schiff verbessern deine Attribute. Erkunde die Welt, um sie zu finden und deine Fähigkeiten zu erweitern. Im Stats-Menü kannst du deine aktuellen Upgrades sehen. Inventarplatz, Tauchzeit, Bewegungsgeschwindigkeit, Gesundheit, Fallschaden und Klimaresistenzen sind erweiterbar. Okay. Hier ist noch eine Pflanze. Zielpeilung abgeschlossen, erkunde. Okay. Finde einen Weg in die Höhle. Hier haben wir noch eine Seite gefunden. Überlebenshandbuch 8 von 8. Wenn dein Schiff abgestürzt ist, sammle so viele nützliche Gegenstände wie möglich aus dem Wrack, bevor du in anderen Gegenden wanderst. Selbst die einfachsten Gegenstände können überlebenswichtig sein, wenn sie richtig angewendet werden. Okay. So, wir sollen hier in die Höhle rein, aber hier kommen wir nicht durch. Da kann ich mich noch dran erinnern, wir brauchen dazu ein ganz bestimmtes Gerät. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Hier sind wieder so aufgetürmte Steine. Da auch. Aha, okay. Okay, da würde ich sagen, laufen wir jetzt mal schnell hin. Da ist wieder so eine irgendwas abgestürzt, eine Rakete. Hier noch mehr angeflogen, vor dem ich mich in Acht nehmen sollte. Schauen wir mal erst. Ich will mal ganz kurz ins Wasser gehen, solange wie noch Tag ist. Ich will nur mal schauen, ob wir da jetzt bei diesem Wrackteil, ob man das sieht, ob man da etwas findet. Da liegt das Wrackteil. Schnell mal schauen hier.
Gibt's hier irgendwas? Liegt hier irgendwas? Nee. Okay, dann können wir auch zurück an Land wieder. Ach ja, okay, das Leuchtfeuer funktioniert. Man muss es nur einmal aufgehoben haben. Und dann kann man das einfach wieder hinlegen. So, nichts hier raus hier aus der Brühe. So, schnell die Fackel raus. Bringt ein bisschen Wärme. Oh, jede Menge Kram. Das haben wir gebraucht. Ein Teleporter. So, würfe die Disk, um sich zu teleportieren. Zeige ich gleich. Teleporter haben wir auf T. Was haben wir hier noch? Wir haben hier eine Kraftnahrung. 2000 Kilokalorien. Nochmal 2000 Kilokalorien. Medikit. Noch eins und 2 Liter Wasser. Okay, jetzt müssen wir mal in unserem Inventar schauen. Die Dose. Geschlossen. Die werfen wir mal gerade weg. Wie viel hat denn die offene Dose? 1750. Die anderen machen 2000. Huch, nein. Essen wir mal. Selten. Inventory full. Ja, wir können nichts mehr mitnehmen, blöderweise. Ah, es ist so schade, das Zeug hier liegen zu lassen. Okay. Wir können noch die leere Dose. Können wir wegschmeißen. Nehmen wir uns lieber noch ein Medikit mit. 2 Medikits, eine Kraftnahrung. Hier ist der Teleporter. Den erkläre ich jetzt mal kurz. Das ist hier diese Disk. Die können wir irgendwo hinschießen. Immer wieder. Und dann mit der rechten Maustaste können wir uns an diese Stelle teleportieren. Und das ist auch unser Weg in die Höhle hinein. Zielpeilung ist da drüben. Ja gut, also hier ist jetzt sonst nichts. Ich weiß, dass man aus diesen Raketen ab und zu stürzt davon eine ab. Dass man da immer nützliche Sachen findet. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Höhle. Und dann schauen wir mal, dass wir da reinkommen.